Hi Leute, Jigsaw hier. Euer iPhone ist beim Telefonieren sehr leise und ihr könnt deshalb die andere Person sehr schlecht verstehen. In diesem Video erkläre ich euch, woran das liegen kann und wie ihr das Problem lösen könnt. Los geht's! Überprüft zunächst, ob der Ton beim Telefonieren so laut eingestellt ist wie möglich. Die Lautstärke beim Telefonieren ist unabhängig von der generell eingestellten Lautstärke. Deshalb reicht es nicht, vor dem Telefonieren die Lautertaste zu drücken, sondern ihr müsst beim Telefonieren die Lautertaste mehrmals hintereinander drücken. Natürlich könnt ihr auch den Lautsprechermodus beim Telefonieren einschalten. Dadurch könnt ihr dann feststellen, ob das Problem die Hörmuschel ist oder das iPhone zu leise eingestellt ist. Bei kleineren Problemen auf dem iPhone kann es helfen, einen Neustart zu erzwingen. Die Tastenkombination, um das zu machen, ist je nach iPhone-Modell ein wenig anders. Bei den iPhone-Modellen mit Face ID, also ab dem iPhone X und auch dem iPhone 8, drückt kurz auf die Lauter-Taste, danach die Leiser-Taste und haltet dann die Seitentaste gedrückt, bis das Apple-Logo einmal kurz erscheint. Dann könnt ihr die Tasten loslassen und das iPhone sollte auch schon neu starten. Bei dem iPhone 7 haltet die Leiser-Taste und die Seitentaste gedrückt, bis auch hier das Apple-Logo einmal kurz erscheint. Bei einem iPhone 6S oder früher drückt die Seitentaste zusammen mit dem Home-Button. Checkt als nächstes, ob die Hörmuschel eventuell mit Staub oder Schmutz zugesetzt ist. Gerade bei älteren iPhones ist das oft der Fall. Verwendet dazu am besten eine spezielle Reinigungsknete, die ihr immer wieder auf die Hörmuschel draufdrückt, damit der Dreck daran kleben bleibt. Alternativ könnt ihr auch ein Wattestäbchen mit ein wenig Desinfektionsmittel nehmen. Und wenn ihr eine Schutzfolie benutzt, schaut, dass diese nicht die Ohrmuschel bedeckt. Wenn der Ton beim Telefonieren an ein anderes Gerät weitergeleitet wird, zum Beispiel einen Bluetooth-Lautsprecher, dann kommt über dem iPhone überhaupt kein Ton mehr. Wenn ihr das verhindern wollt, geht zurück in die Einstellungen, klickt auf Bedienungshilfen, dann auf Tippen und wenn ihr hier runterscrollt, könnt ihr die Anruf-Audio-Ausgabe von automatisch auf Lautsprecher verändern. Wenn alle im Video gezeigten Methoden nicht geholfen haben, ist es kein Softwarefehler mehr, sondern ein Hardwarefehler. Gerade wenn ihr das iPhone fallen gelassen habt oder es mit Wasser in Berührung kam, ist das sehr wahrscheinlich. In dem Fall kontaktiert am besten den Apple Support. Wenn sich das iPhone noch in der Garantie befinden sollte, repariert Apple das Gerät eventuell auch umsonst. Wenn nicht, können sie auch einen Kostenvoranschlag machen. Ihr könnt bei einem nahegelegenen Apple Store vorbeischauen oder Apple über die Website per Chat oder Telefon kontaktieren. Öffnet dazu einen Browser und gebt support.apple.com ein. Klickt dann auf Support erhalten und anschließend auf Jetzt starten. Zusätzlich könnt ihr euch auch noch mit eurer iCloud-E-Mail anmelden, dann bekommt ihr eure verbundenen Geräte auch angezeigt. Okay, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen habt oder euch wünscht, dass ich ein Video zu einem anderen Thema aufnehme, dann einfach in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal, ciao!